So, können wir, oder? Ja? Sehr gut. Ja, vielen Dank erstmal an Benjamin und Jonas für die kurzweilige Einführung. Und nein, aber vor allen Dingen vielen Dank für die Organisation und die Einladung zum Meetup. Also wenn man das so verfolgt, die Java User Group hier in Erfurt, die ist immer sehr gut besucht und das bestätigt sich heute auch wieder. Und dann ist es natürlich besonders cool, eingeladen zu werden. Was erwartet uns heute? Der ganze Abend soll im Thema Blockchain gewidmet werden. Und da sind wir natürlich schnell im Hype. Und wir beiden haben uns überlegt, wir wollen das vielleicht mal aus der Anwendung heraus angehen. Ja, wir wollen nicht sagen, okay, was ist die Blockchain und was kann man damit alles potenziell tun, sondern wir versuchen zu zeigen, oder wir werden zeigen, was wir damit gemacht haben. Am Ende können wir bewerten, ob das gut oder schlecht war oder ob das Sinn gemacht hat oder nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Anwendung, die wir vorstellen, die wir jetzt aktuell implementiert haben. Ein bisschen wie habe ich gesagt, wir sind mein Kollege Thorsten Dehlmann und ich bin Janik Hülz. Wir arbeiten für die Firma Cozentric und kommen aus dem schönen Münster. Ja genau, hier im Hintergrund sieht man leider nicht so ganz deutlich unser Büro, aber genau, das ist am Hafen in Münster gelegen, eine sehr schöne Stadt, wahrscheinlich der schönste Standort der Cozentric. Genau. Zwei Worte zur Cozentric, weil das gerade zum Thema so gut passt. Wie haben wir uns dem Thema Blockchain genähert und weshalb haben wir jetzt schon, oder was heißt jetzt schon, aber weshalb haben wir jetzt ein komplettes Projekt mit dem Thema Blockchain implementieren können? Bei Cozentric haben wir das Modell der 4+1 Zeit und so haben uns sich vor 2 Jahren ungefähr 3 Kollegen, einer davon war ich, zusammengeschlossen und wir haben halt 20% unserer Arbeitszeit rein dem Thema Blockchain gewidmet. Das heißt, wir haben uns versucht, Grundlagen zu erarbeiten, uns dann erstmal überlegt, okay, was kann man damit überhaupt tun, sind zu Konferenzen gefahren, haben gesprochen und haben dann eben auch den Kunden kennengelernt, mit dem wir jetzt gerade dieses Projekt gemacht haben. Das war für uns dann eine Bestätigung, okay, das lohnt sich, diesen Aufwand zu machen und ich glaube, das war für die Firma auch eine Bestätigung, okay, es lohnt sich irgendwie in die Bildung der Mitarbeiter zu investieren, die dann selber ihre eigenen Projekte generieren. Macht es jetzt einfacher, noch dass wir zu der nächsten Konferenz fahren müssen. Bevor ich erzähle, worum es geht und bevor es irgendwie zum spannenden Teil von Thorsten kommt, mich würde nur einmal interessieren, okay, wem sagt das Thema Hyperledger etwas? Okay, sehr gut. Blockchain im Allgemeinen? Okay, Bitcoin? Ja, wir wollen alle Hände einmal sehen, ja. Genau. Ganz allgemein, hat schon mal jemand mit einem anderen Framework eine Blockchain-Implementierung gewagt? Okay, was wir zeigen wollen, ist ein Framework, mit dem wir mit Node.js eine Implementierung zeigen und generell das Ganze so ein bisschen in 2 Teile gesplittet. Immer dann, wenn Thorsten spricht, ist das was Interessantes, das was Technisches und es geht an die Implementierung oder jetzt gleich einmal kurz an die Gruppe. Und immer wenn ich was erzähle, geht es irgendwie um den Business Case, den wir implementiert haben. Mal machen wir das dann umgekehrt. Thorsten. Ich brauche kein Mikro. Also genau, Janik hat ja gerade schon gefragt irgendwie, wer schon mal womit irgendwie was gemacht hat. Das ist ganz interessant, ist eigentlich immer so. Blockchain haben schon mal ein paar, auf jeden Fall die meisten gehört. Bitcoin hat irgendwie jeder schon mal gehört. Ich will jetzt mal erstmal klären, so was nochmal so, um alle abzuholen, was ist überhaupt die Blockchain und was kann man damit irgendwie machen. Also im einfachsten Fall könnte man jetzt sagen, okay, es ist eigentlich nur ein Distributed Ledger, also ein dezentrales Netzwerk, wo Transaktionen gespeichert werden in einer Form, dass diese Transaktionen durch Vertrauen, sage ich mal, erzielt wurden. Das ist jetzt so ganz, ganz abstrakt irgendwie so die Blockchain für uns jetzt. Was ist irgendwie das Problem bei der ganzen Geschichte? Also wir haben jetzt hier ein Business-Netzwerk. Wir können mal annehmen, eines ist vielleicht eine Versicherung, eins ist eine Bank, das andere ist ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen und dann haben wir irgendwie da unten noch einen anderen Anwender. Und jeder hat irgendwie seine eigenen Daten irgendwie und glaubt, dass diese eigenen Daten so die Wahrheit sind. Das heißt, er pflegt auch seine Daten selber und die sind eigentlich auch vielleicht nicht vernünftig synchronisiert miteinander, aber irgendwie sind die Daten, haben die alle ja, eine gleiche Basis irgendwo. Das Ganze hat ja zur Folge, dadurch, dass das jeder sich irgendwie pflegt, das ist irgendwie teuer, das zu maintainen, das ist irgendwie eine Kosten, also nicht besonders kosteneffizient und
die Frage ist halt auch, wenn die Datensätze mal auseinanderlaufen, wer behält dann überhaupt Recht bei dem Ganzen? Ne? Also das ist dann irgendwie schwierig zu klären. Und da kommt dann halt so ein bisschen dieser Gedanke der Blockchain irgendwie ins Spiel, wo quasi jeder, also wo nicht jeder seinen eigenen Ledger hat, also Ledger im Sinne von Datenhaltung, sondern wo es jeder nur eine Kopie von der Datenhaltung hat, aber jede Kopie immer die Wahrheit genau ist. Das heißt, jeder kann also diese Kopie updaten, die wird im Netzwerk geupdatet und das Ganze erfolgt vor allen Dingen durch Trust. Also jeder hat eine Identität in dem Netzwerk und kann da sozusagen, es wird da Konsens erzielt. Dieser Konsens, der erzielt wird, also alles, was in der Blockchain drin ist, soweit die Theorie, ist unveränderbar. In Wahrheit wissen wir, dass das nicht mit allen Technologien so ist. Also es ist durchaus veränderbar, das können wir also auch mal zeigen. Aber so ist die Theorie und das Ganze ist final. Also man hat eine Single Source of Truth. Also jeder, der seinen eigenen Ledger hat, der daraus liest, das ist bei allen immer die gleiche Wahrheit. Ansonsten sind die halt nicht mehr Teil des Netzwerks. Ist das Ganze jetzt irgendwie wie Bitcoin oder was ist Bitcoin überhaupt? Also das ist also jetzt nicht wie, bezogen auf Hyperledger Fabric, hat erstmal mit Bitcoin an der Stelle nichts zu tun. Bitcoin ist ja jetzt die erste Blockchain-Applikation gewesen, die irgendwie 2008 entwickelt wurde. Steht so ein bisschen in der Kritik, ne, aufgrund des hohen Aufwandes der hohen Ressourcen, die verbraucht werden. Die Idee bei Hyperledger Fabric ist jetzt so ein bisschen, die wollen sich nicht diesem Bitcoin-Gedanken sozusagen widmen, sondern die widmen sich mehr der Technologie, die da drunter ist. Also wie können Sie eine Blockchain fürs Business, für Business-Anwendungen quasi bereitstellen und wie können Sie die Technologie darunter nutzen? So, wie unterscheidet sich das Ganze jetzt so ein bisschen, die Blockchain for Business gegenüber, sag ich mal, einer Blockchain für Cryptocurrency, um das jetzt so ein bisschen auf die Spitze zu treiben? Also die Blockchain, es geht einmal um die Identität gegenüber Anonymität. Anonym ist man, bei Bitcoin ist im Prinzip jeder anonym, jeder Nutzer oder jeder Teilnehmer am Bitcoin-Netzwerk ist irgendwie nur ein Zertifikat, sage ich jetzt mal. Bei einem Business-Netzwerk hat man ja so eine endliche Teilnehmeranzahl, wie wir vorhin gesehen haben, mit vielleicht einer Bank, einem Versicherer, einem Wirtschaftsprüfer und noch irgendwie einem Kunden. Und die sind in dem Netzwerk bekannt und führen dort Transaktionen durch. Das ist erstmal ein großer Unterschied zumal. Dann ist die Frage, wie stellt man den Konsens her? Beim Bitcoin ist es so, dass, naja, da gibt es diesen Proof-of-Work-Algorithmus. Ich weiß jetzt nicht, ob das allen was sagt. Da geht es im Prinzip darum, dass ein mathematisches Problem mit Hashing gelöst werden muss. Und dafür, wer das sozusagen löst, dieses mathematische Problem, dann können Blocks in die Blockchain geschrieben werden. Und die Leute, die das dann gelöst haben, die sogenannten Miner, die bekommen dann wiederum Bitcoins dafür. Das ist jetzt so in zwei Sätzen irgendwie das, worum es da geht. Und das ist halt irgendwie sehr ressourcenintensiv. Das macht aber auch in einer Public-Blockchain durchaus Sinn, das so zu machen, weil sonst, sag ich mal, jeder relativ einfach da Blöcke erzeugen könnte oder Umbuchung tätigen könnte oder Ähnliches. Genau diesen Gedanken verfolgt man halt bei der Business-Blockchain sozusagen nicht, sondern da hat man den Gedanken des Selective Endorsements. Das ist dann so ein bisschen so, dass jeder Teilnehmer, der irgendwie an der Transaktion beteiligt ist, der validiert diese Transaktion. Also das ist dann so ein bisschen leichtgewichtiger. Und dadurch, dass man so eine endliche Anzahl an Teilnehmern hat, kann man sich da einen leichtgewichtigeren Algorithmus überlegen. So die Theorie. Des Weiteren gibt es dann in der Blockchain for Business, also Hyperledger Fabric, spielt Cryptocurrency keine Rolle, sondern es geht halt immer um Assets, die irgendwie gespeichert werden, die getrackt werden können und deren Historie man verfolgen kann. Jetzt habe ich so ein bisschen schon darüber gesprochen, was Hyperledger Fabric ist und dass es irgendwie was fürs Business ist. Und jetzt ist die Frage, wie sehen jetzt solche Business Use Cases irgendwie aus? Yannick hat gerade schon erzählt, wir waren zusammen oder sind eigentlich noch zusammen in einem Projekt, wo wir den Use Case ganz interessant fanden. Und ich glaube, den wirst du jetzt mal vorstellen. Ne? Ich versuch's, ja. Okay, an der Transparenz müssen wir noch arbeiten. Wir haben gesagt, das sieht cool aus. Beamer sind dann was anderes. Genau, im Hintergrund sieht man schon unseren Anwendungsfall. Also im Hintergrund steht ein Strommast. Ja, und der Anwendungsfall, von dem wir sprechen wollen, ist der Energiemarkt. Oder ist ein ganz kleiner Teilbereich des Energiemarktes. Um das, was Thorsten gesagt hat, nochmal zusammenzufassen. Wir haben eine Blockchain oder wir implementieren eine Anwendung, bei der wir wissen, wer mitmacht, bei der wir nicht darauf angewiesen sind, dass wir sehr aufwendige Algorithmen haben. Also ja, wir haben nicht diesen Nachteil an dem Bitcoin immer hinterher gesagt wird, okay, das ist langsam und teuer, sondern wir können uns eben, weil wir wissen, wer mitmacht, auf günstigere Algorithmen verlassen. Wir wollen aber Trust in dem ganzen System schaffen. Warum brauchen wir Trust? Das versuche ich jetzt eben zu erläutern.
Stellen wir uns erst einmal vor, okay, was oder wie läuft es aktuell ab, wenn wir Strom kaufen? Ja? Wir kaufen Strom von einem lokalen Energiehändler. Das heißt, wir haben eine zentrale Identität, die dann regelt, von wem wir Strom kaufen. Dieser zentrale Energiedienstleister ist eben die zentrale Identität, die Buch darüber führt, beispielsweise, von wem wir wie viel Strom gekauft haben. Als zentraler Energiedienstleister, wir haben versucht, dieses Bild des Fünfecks einfach mal immer als Energiedienstleister dastehen zu lassen. Der hat viele zusätzliche Aufgaben. Also einmal verbindet der rein die Endanwender. Ja, das sind diese Personen. Dann sorgt er irgendwie dafür, dass wir mit Elektrizität versorgt werden. Ja, wir haben irgendein Kraftwerk und dieses Kraftwerk pumpt Strom ins Netz und wird dafür bezahlt. Es wird Energiehandel betrieben, zwischen Energiedienstleister, über Länder hinweg, wie auch immer. Und ein Punkt, der in den letzten Jahren hinzugekommen ist, dass immer mehr Konsumenten auch als Produzenten auftreten. Die haben Windkraftanlagen gebaut, wir haben Photovoltaiksysteme auf unseren Dächern, wir haben Blockheizkraftwerke und so weiter. Und wir sind dann nicht nur reine Konsumenten von Strom, sondern wir sind auch Produzenten. Das sorgt irgendwie dafür, dass dieses komplette Netz deutlich dezentraler wird. Der Energiedienstleister hat Probleme mit beispielsweise Stromschwankungen auszugleichen. Man sieht aber auch den Vorteil, dass es potenziell, ja, auch wenn das rechtlich nicht möglich ist, aber potenziell möglich wäre, dass ich direkt Energie von meinem Nachbarn konsumiere. Wir haben potenziell ein vollständig dezentrales System, wenn denn das möglich wäre. Letztendlich brauchen wir aber aus rechtlichen Gründen immer noch diesen Intermediär, das ist also unser Stromdienstleister, der uns dann miteinander verbindet. Ziel soll es dennoch sein, dass wir Konsumenten und Produzenten direkt miteinander verbinden. Also ich würde gerne wissen, von wem ich Strom kaufe beispielsweise. Und noch hinzu sehen wir keinen Sinn darin, dass es auf den lokalen Markt beschränkt ist, sondern es sollte vielleicht beispielsweise über das ganze Land hinweg möglich sein. Das als Grundlagen. Ich habe es vorab vergessen zu sagen, wenn es Fragen gibt, habe ich kein Problem damit, oder auch Kritik gibt, oder wie auch immer, kein Problem damit, wenn wir das direkt machen. Dann wird es vielleicht ein bisschen lebendiger oder wie auch immer. Also ihr dürft gerne direkt irgendwelche Fragen stellen. Zur Vision, ja, da habe ich als alter UI und UXer ein paar Zeichnungen gemacht. Genau, wie sieht das Ganze, wie stellen wir uns vor, wie so ein ganzes System aussehen könnte? Erst einmal möchte ich meinen Strommix wählen können. Das heißt, ich möchte sagen können, okay, einen bestimmten Teil meines Stroms möchte ich aus der Photovoltaik-Erzeugung konsumieren. Dann möchte ich noch ein bisschen Windkraft haben und noch ein bisschen Blockheizkraftwerke, aber Atomstrom kommt für mich nicht in Frage. Beispielsweise. Das wird hier visualisiert, okay? Ich sehe jetzt hier, okay, den größten Anteil habe ich an PV-Strom, dann ein wenig BHKW-Strom und ein wenig Windkraftstrom. Und ich würde jetzt hier beispielsweise eine Liste aller Produzenten sehen, mit denen ich einen Vertrag habe. Das heißt, ich habe nicht mehr diesen einen Energiedienstleister, sondern wirklich die Produzenten werden für mich als Vertragspartner visualisiert. Ich wähle aus einer ganzen Liste von möglichen Produzenten eben genau die, die ich haben möchte, sehe dann ganz transparent, was ist der einzelne Preis, den ich habe und kann mich dann ja wirklich für einmal eine Stromart und auch für genau einen Produzenten entscheiden. Ein viel höherer Grad an Transparenz, als den ich es kenne, den ich mit meinem lokalen Energiedienstleister habe. Und zum Schluss soll es dann so weit getrieben werden, dass wir Statistiken darüber bekommen, Viertelstunden genau, was wir von wem konsumiert haben. Das zählt natürlich immer nur für die Vergangenheit, aber wir wollen Viertelstunden genau sehen, okay, was haben wir von wem wirklich bekommen. Als kleine Motivation, was beispielsweise im Projekt eine Schwierigkeit war, das, was ich haben möchte, stimmt leider ganz selten mit dem überein, was ich bekomme. Also beispielsweise bei Photovoltaik, wir haben zwar Voraussagen, wie viel Sonne morgen scheinen wird, ja, aber es muss nicht unbedingt den kompletten Demand erfüllen. Und diese Aufteilung war irgendwie der größte Teil von dem Algorithmus, den wir da implementiert haben. Die nächste Frage, die sich jetzt vielleicht stellt, ist, okay, brauchen wir dafür eine Blockchain-Lösung? Brauchen wir dafür eine Distributed Ledger-Lösung? Nö. Ehrlicherweise nicht. Also für all das, was wir jetzt gerade erzählt haben, brauchen wir keine
Distributed Ledger-Lösung. Wir haben kein Vertrauensproblem erstmal. Ja, wir können das alles mit einer reinen Datenbank implementieren, die andere Daten speichert, als dass der Energiedienstleister das aktuell tut. Die Frage ist jetzt, warum erzählen wir das dann heute trotzdem? Wir kommen an einen Punkt, zumindest unserer Meinung nach, wo, und auch der Meinung vom Energiedienstleister, wo wir eben ein Vertrauensproblem haben. Das heißt, ich hatte anfangs mal einmal gesagt, was passiert, wenn wir beispielsweise deutschlandweit Strom kaufen wollen? Nicht auf unseren lokalen Energiedienstleister beschränkt, sondern auch von einem anderen Energiedienstleister, mit dem wir gar nicht direkt im Vertrag stehen. Ja? Das heißt, wir haben, oder wir sehen wirklich das Problem der Dezentralisierung der Stromerzeugung. Wir haben viele Konsumenten und Produzenten übers Land verteilt und wir wollen die eben miteinander verbinden. Das heißt, dieser Konsument hier möchte gerne Strom von diesen Produzenten hier konsumieren. Die stehen aber nicht direkt miteinander in Kontakt. Das Schönste wäre, irgendwie einen Ansatz fahren zu können, dass wir ein Netzwerk aufbauen, was direkt Konsumenten und Produzenten miteinander verbindet. Ist rein rechtlich leider schwierig, weil wir ganz viele Regulatorien erfüllen müssen, um wirklich als Produzent in einem Stromnetz auftreten zu können. Das heißt, wir müssen quasi das Ganze ein Abstraktionslevel nach oben heben. Und der Ansatz, den wir implementiert haben, der geht eben dahin, ein dezentrales Netz über Energiedienstleister hinweg zu implementieren. Das heißt, was wir machen ist, wenn diese Person eben das konsumieren will, dann würden diese beiden Energiedienstleister, ja, mit denen die Personen weiterhin in Vertrag stehen, eben genau diesen Handel untereinander abrechnen und koordinieren. So haben wir einmal diese rechtliche Sicherheit, ja, was ein Energiedienstleister leisten kann. Wir haben weiterhin die Energiedienstleister, die wir kennen, irgendwie im Boot. Für uns ist es aber potenziell möglich, dass wir direkt Strom konsumieren von Leuten, die wir, ja, oder von Institutionen, die wir gut finden. Wo ist da jetzt ein Vertrauensproblem? Also wir haben immer noch kein Vertrauensproblem gesehen, wenn wir ehrlich sind. Ja? Wo ist da jetzt ein Vertrauensproblem? Ich habe noch einen Spannungsbogen, ja, da kommt noch eine Folie dazwischen. Genau. Ein Vertrauensproblem kommt gleich. Wir zeigen aber erstmal noch ganz kurz, was wir modelliert haben. Das heißt, Thorsten hatte das initial mal gesagt, Hyperledger dreht sich um Blockchain fürs Business. Ja, was bedeutet das? Wir wollen Business-Modelle modellieren. Das heißt, wir wollen Abläufe, die irgendwie beispielsweise beim Trading untereinander ablaufen, modellieren wir mit Hyperledger. Wir nutzen dazu zwei Tools. Es gibt einmal Hyperledger Fabric, das kann man sich prinzipiell als Runtime einer Blockchain. Das ist eine Blockchain-Implementierung, die es ermöglicht, beispielsweise Chaincode, so nennt man den Code, den man implementiert, in Java oder Go oder wie auch immer zu implementieren. Da wir auch noch Einsteiger waren, haben wir das Abstraktionslevel ein wenig nach oben gehoben und wir haben auch aus der Hyperledger-Familie das Tool Composer verwendet. Composer bietet uns prinzipiell die Möglichkeit, alle Modelle, den vollständigen Chaincode und so weiter in einem Framework zu implementieren, was deutlich einfacher ist und das Ganze in Node.js tut. Genau das, was Thorsten gleich zeigt. Es sei gesagt, dass während des Projektes dieses Composer-Tool in den Maintenance-Mode gefahren wurde. Das heißt, sollten wir das Interesse geweckt haben, würde ich immer empfehlen, diesen etwas schwereren Einstieg in Fabric zu wählen. Man kann weiterhin Composer nutzen, ja, um einen Einstieg zu wagen. Wenn man aber was wirklich Relevantes tun möchte, was auch länger andauert, sollte man Hyperledger Fabric wählen und den Code nativ in Java oder in Go implementieren. Letztendlich nutzt Composer Hyperledger Fabric, um den von uns implementierten Code auszuführen. Wie sieht ein Modell aus, was wir implementieren? Wir haben weiterhin Energiedienstleister. Das sind ab jetzt unsere Provider. Ja? Zu einem Provider gehören Consumer und Producer. Das heißt, die stehen beispielsweise mit dem Provider wirklich im echten Leben in Vertrag. Damit wir überhaupt wissen, was man voneinander konsumiert, brauchen wir die Meter-Values. Das heißt, wenn man an diesem Netzwerk teilnimmt, dann hat man zu Hause einen neuen Smart Meter, der uns im Viertelstundenrhythmus die Verbrauchswerte sendet. Das gilt sowohl für den Consumer, der seinen Verbrauch meldet, als auch für den Producer, der seine Produktion meldet. Damit wir wissen,
welche wir verbinden müssen, müssen die miteinander in Vertrag stehen. Das heißt, wir haben nicht nur den Vertrag, den es zwischen Providern gibt, sondern wir haben auch unseren virtuellen Vertrag, unseren virtuellen Contract, den der Consumer mit seinem Producer bindet. Also beispielsweise, ich möchte Windkraft aus Hamburg konsumieren, das wäre ein Contract, den ich mit dem Hamburger Windpark bei uns im System habe. Und richtig relevant, und da kommen wir so langsam zum Vertrauen, wird es dann, wenn wir die sogenannten Settlements erzeugen. Das heißt, wir wollen in unserem System, und das ist das Einzige, was wir wollen speichern, wer hat zu welchem Zeitpunkt wie viel von wem konsumiert. Ja? Darüber brauchen wir Sicherheit, damit wir keinen im System haben, der genau das fälschen kann. Also ich als Energiedienstleister, der denn da vielleicht böse wäre, hätte ja Interesse daran zu fälschen, wer von meinen angeschlossenen Produzenten was konsumiert hat. Ich möchte, dass von mir möglichst viel konsumiert wird, und mit diesem System wollen wir sicherstellen, dass eben genau das nicht möglich ist. It's all about building trust. Im Hintergrund sieht man Geld. Genau darum geht es halt eben. Ja? Also wir haben einen Vertrauensverlust, wenn es wirklich um diese Abrechnung geht. Und wir brauchen die Settlements, um die Abrechnung machen zu können. Das heißt, Settlements speichern wir bei uns in der Blockchain. Also wirklich nur, wer hat von wem wie viel konsumiert. Und wenn wir darüber Sicherheit haben, dass wir das ja, in der Einheit aller Energiedienstleister, im Sinne aller Energiedienstleister abspeichern können, dann können wir auch wirklich sichere Abrechnungen auf diesem System durchführen. Was wir für die Energiedienstleister schaffen, ist einmal Transparenz. Das heißt, okay, ich sehe auch, dass jemand etwas von einem anderen Energiedienstleister gekauft hat. Ja, ich weiß nicht unbedingt, welche Person, das haben wir abstrahiert. Aber ich sehe, dass das von jemand anderem war. Und durch diese Transparenz ermöglichen wir eben allen, die an diesem System teilnehmen, jeden Vorgang im System zu bestätigen. Und damit das Ganze ein bisschen anfassbarer wird, darf jetzt Thorsten wieder ran und darf mal so ein einfaches System implementieren. Ja, das System ist zum Glück schon implementiert. Also nochmal ganz kurz zu das Composer Maintenance Mode ist. Das stimmt tatsächlich, aber also es wurde angekündigt, dass sie trotzdem weiterhin die Upgrades von Hyperledger Fabric unterstützen. Jetzt keine, was auf Deutsch heißt, die unterstützen keine neuen Features, aber man kann es trotzdem weiterhin benutzen. Java als Chaincode zu benutzen, ist in der aktuellen Version auch noch nicht möglich. Das geht nur in Go und JavaScript. Das wollte ich noch erwähnen. Wer jetzt irgendwie anfängt und dann sagt, oh, ich möchte das in Java machen, ist halt noch nicht möglich irgendwie, sondern es geht erst ab der neuen Hyperledger Fabric Version, nur fairerweise gesagt. Also mit Fabric 1.3 dann wahrscheinlich. Genau, stand back, we're trying this in production. Soweit sind wir jetzt zum Glück noch nicht, aber wir wollen uns mal angucken, wie sieht das Ganze irgendwie aus, wenn ich jetzt mit Composer tatsächlich was entwickle. Ich habe hier nicht meine Lieblings-IDE gerade hier. Das ist jetzt Visual Studio Code. Benutzt sonst noch jemand Visual Studio Code? Ah ja, okay. Dann vielleicht könnt ihr mir dann helfen zwischendurch, weil also wir benutzen jetzt hier Visual Studio Code, weil tatsächlich sind für Hyperledger Composer da ein paar ganz schöne Erweiterungen geschrieben worden bezüglich Syntax Highlighting und so, und deswegen kann man Composer ganz gut mit kann man ganz gut mit Visual Studio Code entwickeln. So, ich guck mal gerade, dass ich das hier geöffnet bekomme. Da geht es nämlich schon los. Warum sehe ich nichts? Zuletzt verwendet. Der Vorteil ist, keiner sieht, was du machst. Nee? Warum? Achso, weil es so klein ist, oder was? Ach, scheiße. Da ist auch was. Genau. Genau, Janik hatte. Sieht man tatsächlich nichts? Weil sonst, das ist ein bisschen groß. Okay. Aber ich glaube, das wäre einfach. Sieht man hinten ein bisschen was? Soll ich noch größer machen? Noch größer? Ein bisschen. Noch größer? Also, im Prinzip ist das Ganze hier so ein Node-NPM-Ding, wo man eine Package-JSON hat. Also im Prinzip, diese Grundstruktur von so einem Hyperledger-Composer-Projekt kann man sich erzeugen lassen mit Yeoman. Das ist ja so ein Code-Generierungs-Setup-Tool, sage ich jetzt mal, und dann kann man sich so ein Composer-Basic-Setup mit entwickeln, dann hat man diese Ordnerstruktur noch, bekommt man dazu. Und die Package-JSON, die haben wir eigentlich ehrlicherweise außer ein, zwei Mal irgendwie, weil wir uns hier so ein paar,
so ein paar Sachen noch hinzugefügt haben, haben wir die eigentlich nie anpassen müssen. Jetzt nochmal, das ist jetzt tatsächlich nur ein Beispielprojekt, das ist nicht das Projekt bei uns aus dem aktuellen Projekt, weil dann sieht das Ganze noch schlimmer aus. Genau, wo fängt man an? Also wir hatten vorhin davon gesprochen, dass wir irgendwie Models haben wollen. So wie modelliert man diese Models jetzt in Hyperledger Composer? Die haben sich da eine eigene Modeling Language zu ausgedacht. Da kann man dann zum Beispiel so ein Participant modellieren. Das hatte Yannick gerade gezeigt. Wir haben einen Provider. Dann haben wir einmal das Settlement an sich. Das hat, ich fange mal anders an. Wir haben den Producer und wir haben den Consumer. So, der eine möchte Strom haben, der andere bietet den Strom. Wie kommen die beiden zusammen? Das geht natürlich über einen Contract. Das heißt, ein Contract ist immer bezogen. Ein Contract hat immer eine 1-zu-1-Beziehung zwischen Producer und Consumer. Und der Consumer kann angeben, wie viel Strom er von diesem Anbieter haben möchte. Das heißt, ich möchte 20% Photovoltaik, 30% Atomstrom und der Rest ist mir egal. So, das kann ich theoretisch darüber abbilden. Das heißt, ein Consumer kann durchaus mehrere Contracts mit verschiedenen Producern haben. Dann gibt es zu jedem Contract später ein Settlement, also eine Abrechnung, wie viel der tatsächlich von demjenigen bezogen hat. Weil es kann ja sein, dass jetzt alle sagen, ich möchte 100% Photovoltaik haben, das ist aber vielleicht gar nicht möglich. Und dann gibt es so einen Algorithmus, der das so ein bisschen aufteilt, dann wer was bekommt. Das ist eigentlich schon so, wie man da modelliert. Also ich glaube, da hat eigentlich keiner, der irgendwie Entwickler ist, hat irgendwie Probleme, das zu verstehen. Dass sie hier so ein O gemacht haben, um so ein Feld zu markieren, ja, das habe ich ein Problem. Genau. Und dann haben sie hier diese Pfeile, heißt im Prinzip, dass man eine Referenz oder Pointer ist schon fast wieder zu viel, weil man da eigentlich nichts kaputt machen kann. Genau, das sind eigentlich so die Sachen. Man kann jetzt auch noch reguläre Ausdrücke da dran schreiben und so einen Schabernack machen, aber für die Einfachheit belassen wir uns mal dabei. Gut, dann habe ich das jetzt hier definiert. Jetzt sieht man hier unten noch, Neben meinen Assets, ich weiß gar nicht, ob wir schon den Begriff Asset haben wir noch gar nicht gehabt, ne? Genau. Also man definiert Assets, also einmal das, was speichere ich in der Blockchain. Man definiert Participants, das haben wir hier oben, das ist unser Provider, also die den Strom, die also sowohl Producer und Consumer kennen, der Dienstleister, Broker könnte man auch sagen. Und dann definiert man noch Transaktionen. Wir haben jetzt hier nur eine Transaktion, die heißt Create Settlement. In dieser Transaktion geht man quasi einmal hin, sammelt alle Kontrakte ein, die es gerade gibt und lässt den Algorithmus darüber laufen und am Ende purzeln dann ganz viele Settlement Assets daraus und sind in der Blockchain gespeichert. Wie wird jetzt diese Transaktion implementiert? Es gibt hier, das passiert dann komplett in JavaScript. Kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Und genau, also man hat jetzt hier die Create-Settlement-Transaktion, hier hat man so diese Verbindung, sage ich mal, zu dem Modell, was man gerade gemacht hat und hier hat man noch eine Annotation dran und dann weiß Composer halt, okay, du bist die Create-Settlement, die Business-Logik oder den Chain-Code, den ich ausführen muss. Ich gehe jetzt hier nicht darauf weiter ein, das hier zu erklären, weil ich glaube, das bringt jetzt gerade keinen weiter, aber da kann man halt mit JavaScript machen, was man halt möchte. Es gibt noch so ein paar spezielle Funktionen, um hier auf die Assets zuzugreifen, da gibt es sogenannte Registries. Das kann man so ein bisschen vergleichen, finde ich, wenn man so mit Hibernate und dem Entity Framework oder mit irgendeinem Entity Framework schon mal was gemacht hat. Das fühlt sich so ein bisschen so ähnlich an. Außer, dass wir noch nicht in die üblichen Hibernate-Probleme da so reingelaufen sind bisher. Aber vielleicht haben wir auch noch nicht genug Schmerzen gehabt. Deswegen, das kann mit Sicherheit auch so sein. Das ist das eine, was man da machen kann. Was auch ganz nett ist, fanden wir zumindest, ist, dass man so Support für Cucumber.js hat. Ich weiß nicht, ob hier, kennt jemand Cucumber, schon mal gehört? Da kann man im Prinzip so Behavior-Driven-Tests damit machen oder uns wurde mal gesagt, dass da kann man auch Tests, da kann der PO dann auch Tests schreiben. Ja, genau. Also habe ich bisher noch nicht erlebt auf jeden Fall, aber das soll möglich sein, genau. Also nichts gegen POs. So, wer Cucumber kennt, das kann mit Cucumber.js kann ich halt genau das Gleiche machen. Ich kann irgendwie Bedingungen definieren, kann sagen, ich habe hier drei Produzenten, ich habe hier einen Consumer, die Contracts definieren sich so und wenn ich jetzt ein Settlement anstoße, dann kommt hier irgendwie so eine Verteilung hier unten raus. Das ist jetzt auch wieder der einfachste Fall und das kann ich dann über NPM kann ich das dann ausführen und ja, sag ich mal, im Hintergrund wird so eine Blockchain-Umgebung simuliert in Node.js, in dieser Node.js-Runtime. Das ist die eine Runtime, die es da gibt. Dann gibt es die andere Runtime, das ist der Composer Playground, nennt sich der.
Da hat sich hier IBM was überlegt. Also die sind, also IBM ist eigentlich so der Haupttreiber hinter dem Ganzen. Die treiben ja ziemlich viel im Moment so. Genau, die haben das so angetrieben, diese Composer Playground zu entwickeln. Ja, bitte. Ja, größer. Sehr wohl. Genau, das ist die zweite Umgebung, also Node.js, dieser Playground, und dann hat man noch den eigentlichen Playground, was die Fabric Runtime sozusagen darstellt. Ich glaube, da sagst du gleich noch so ein bisschen was zu, wie die Grundarchitektur von Fabric aussieht. Ja, ne? Ja. Genau, also sowas muss ich jetzt machen, damit ich jetzt hier irgendwie meinen Chaincode, den ich gerade erstellt habe, also ich habe das Modell, ich habe die Transaktionen und im Prinzip besteht daraus so ein bisschen der ganze Chaincode. Was muss ich da jetzt machen? Jetzt gibt es zum Glück auch noch so ein Kommandozeilentool, mit dem ich mir dann, ich sag mal, aus der Java-Welt eine var oder eine jar-Datei erzeugen kann, sag ich jetzt mal ganz, das hat gar nichts damit zu tun, aber das ist im Prinzip, das Ganze wird so gepackaged eigentlich einfach nur, ne? Genau, da gibt es jetzt irgendwie so einen Befehl, Composer, Archive, Create, und dann übergebe ich dem so ein paar Parameter und dann purzelt mir am Ende hier, wenn das jetzt alles funktioniert, genau, purzelt mir halt hier meine so eine BNA-Datei, Business Network Application, daraus. Und da, da ist eigentlich nichts drin, außer diese beiden, genau. Sieht man also auch hier, ne? 7,9 Kilobyte, da ist eigentlich nicht so viel drin, aber da sind halt diese Regeln drin von gerade. Und diese BNA-Datei kann ich jetzt nehmen, weil vielleicht nicht jeder irgendwie jetzt die Möglichkeit hat, das direkt auf einer Fabric-Instanz zu testen oder so, und kann die in diesen Playground, den ich gerade gezeigt habe, reinpacken. Ich kann aber auch hingehen, Fabric bringt da, ja, Fabric Tools heißt das, das bringen die mit und da kann man, so, sag ich mal, so ein, über so ein Skript so ein Zoo an Docker-Containern bei sich lokal hochfahren und da hat man dann so eine Mini-Test-Fabric-Umgebung drin. Das ist eigentlich auch ganz nett, um das, so mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das überhaupt läuft. Das hat auch noch gar nichts mit einer Produktionsumgebung zu tun, aber so um lokal mal was zu testen, ist das ganz gut. Aber dieser Playground würde theoretisch auch ausreichen. Ich kann dann hier, ich lade das gerade nochmal neu. Weil dieser Playground funktioniert so, dass der, also es wird jetzt im Hintergrund nichts irgendwo zu IBM geschickt oder sowas, sondern das ist alles, also zu behaupten, sondern es passiert halt alles im Browser-Cache sozusagen, ne? Und also im lokalen Browser-Cache und wenn man den halt leert, ist das nachher auch alles wieder weg. Genau, Let's Blockchain, das ist auch, fühlt man sich auch immer sehr eingeladen dann. Genau, so und dann sagt man, kann man sagen, ich möchte ein neues Business-Netzwerk deployen. Genau. Jetzt sollte hier eigentlich. Tja, IBM. Was ist los? Was ist los? Gut. Bitte? Oder habe ich. Aber ich habe es ja gerade neu geladen. Tja. Habe ich tatsächlich kein Netz mehr. Ich bin aber verbunden mit dem Business Loft Guest. Warte, den Hotspot. Ach, eigentlich. Das war gerade mein Hotspot, ist nicht. Warum? Ja. Ist auch mal. Da wird bestimmt gerade was Neues ausgerollt. Oder so. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Versuche ich es nochmal. Vielleicht habe ich es auch vorhin damit kaputt gemacht. Das kann natürlich auch sein. Man kann es auch lokal starten. Man kann es auch lokal starten, das stimmt. Ich habe es aber tatsächlich gerade. Composer Playground, genau. Du hast das Commander-Key installiert. Ja, habe ich sogar. Wie ist denn das nochmal? Composer Playground einfach. Ja, mal, hast du bestimmt Nee. Als Composer minus Playground, der ich weiß es gar nicht. Ich glaube wohl. Ich nutze es nur lokal, wenn ich es nutze. Von Smartphone? Ja, das schon lange nicht mehr. Man gibt mal Composer Playground ein, muss das. Was passiert jetzt? Tja. Ich mache einmal Composer minus Playground. Nein. Das ist auch nicht das Command. Oh mein.
Ich guck mal gerade, ob ich mach mal gerade selber einen Hotspot. Zumindest auf dem Smartphone funktioniert das jetzt. Aber ich habe hier auch nur Edge, also von daher. Ich gebe dir meins, das ist mir wurscht. Also bräuchte man Kabel, haben wir nicht. Ne? Kabel haben wir nicht. Weil dann schmeißt er mich ja hier wieder raus. Ja, ja. Oh, super. Perfekt. Du hast auch noch USB. Ist das doch alles perfekt. Das ist mit deinem Rechner Trust. Vertrauen, ja. Warte. Ja. Geht doch. Bleib so stehen. Bleib so stehen. Danke. Kannst du mal sagen. Ich glaube, ich habe es gerade sogar. Das ist das von gerade hier. Ja? So. Dann haue ich wieder ab. Ja. Ja. Glaube ich, nichts getan. Jetzt, wenn es jetzt, ne, dann. So, keine Ahnung, was da jetzt los war. So, ich konnte jetzt auf jeden Fall die BNA-Datei, habe ich ja hier hochgeladen, falls man das nicht gesehen hat. Hier steht jetzt auch Settlement Sample. So, jetzt wird das deployed. Und dann habe ich irgendwie die Möglichkeit, mich hier mit meinem, das macht mir ja schon Sorgen hier oben, was ist denn da los? Ja. Naja, ja. Wie im wirklichen Leben auch, ne? Genau, ja. So, also hier sieht man nochmal, also man kann sogar hingehen und hier sein, also wenn man jetzt keine ID hat, könnte man sein Business-Netzwerk hier auch weiterentwickeln. Also hier sieht man die Model-Files nochmal, man sieht hier den Chaincode nochmal und kann dann halt auch hingehen und das Ganze wieder exportieren. Das ist auch wieder so eine Sache, wo, glaube ich, irgendwie auch oft gesagt wird, ja, dann können auch irgendwie die Anwender oder der PO oder so irgendwas machen, glaube ich, auch ehrlich gesagt, erst dran, wenn ich sehe. Genau. Dann kann man das Ganze, das Interessante ist eigentlich das Testen jetzt hier. Also hier habe ich nochmal den Überblick, Participants, meine Assets, wie wir vorhin gesagt haben, und ich kann hier nochmal, habe hier sogar einen Transaktionslog, was auch ganz nett ist. Also wenn ich jetzt hier unten eine Transaktion auslösen würde, würde diese dann auch in dem Transaktionslog, also in dem Ledger gespeichert werden. Also es wird immer der aktuelle World State, sage ich mal, gespeichert im Hyperledger Fabric, aber zusätzlich auch das Transaktionslog. Und dieses Transaktionslog wird nachher in der Endausbaustufe, also in der Produktionsreife, ist dieses Transaktionslog in der LevelDB gespeichert. Das ist eine ganz, ganz schlanke Datenbank, sage ich mal. Und der World State wird in der CouchDB gespeichert, damit man da halt auch ein bisschen mächtigere Abfragen drauf machen kann. Genau. Jo. Ja, genau. Nee, das hat, also Hyperledger Fabric hat eigentlich gar nichts mit IBM zu tun. Ne? Das ist tatsächlich, die stellen diesen Playground, hosten die, aber es wurde ja gerade auch schon gesagt, man kann den auch selber betreiben, als Docker-Container starten irgendwie bei sich. Das haben wir im Projekt zum Beispiel, haben wir diesen Playground immer genutzt, um das in den Sprint-Reviews zu zeigen, weil unser Projekt wirklich nur daraus bestand, diese Blockchain-Lösung zu entwickeln. Wir wollten jetzt nicht anfangen, irgendwelche Curl-Requests durch die Gegend zu schicken, und dann haben wir halt das in den Sprint-Reviews so gezeigt, dann hatten wir ein bisschen Clicky-Bunti dabei, das ist dann immer ganz nett irgendwie. Genau, also letztendlich wird die ganze Fabric-Infrastruktur nachher wird alles als Docker-Container bereitgestellt. Also jeden Teil, den man irgendwie braucht, dann wird als Docker-Container bereitgestellt und mittlerweile sind die dann auch so weit, weil das vielleicht Sinn machen könnte, das auf Kubernetes zu betreiben, sind die auch so weit und maintainen auch Helm-Charts dafür selber, sodass man da auch bei der Provisionierung von dem ganzen vorankommt. Da sind wir auch gerade dabei und schreiben dazu noch einen Blogartikel, aber das ist dieses Let's Put It in Production, dieses Foto vorhin, das war schon einigermaßen ernst gemeint, weil das schon ein bisschen hampelig ist, weil man, wie gesagt, man hat eine CouchDB, man hat eine LevelDB, irgendwas anderes wird in der Postgres gespeichert und dann gibt es noch wieder eine andere Komponente, die meint, sie müsste eine MongoDB benutzen und das dann irgendwie alles in den Griff zu bekommen, insbesondere das Monitoring dann irgendwie, da schlackern dir dann irgendwie die Ohren, wenn du mit anderthalb Leuten in dem Projekt sitzt irgendwie. Also mit anderthalb Leuten, weil Janik in dem Projekt 2,5 Tage die Woche drin ist, deswegen 2,5 Leute. Sorry.
Du kannst auch lachen, darüber lachen, gut, ja. Das ist schon mal gut. Ja, viel mehr wollte ich an dieser Stelle jetzt auch gar nicht zeigen. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und hier noch Assets erstellen, aber ich glaube, das bringt uns jetzt an der Stelle gar nicht so viel weiter. Aber das sind so die Möglichkeiten, die man halt zum Entwickeln hat. Also irgendjemand sagte mal, wer JavaScript entwickeln kann, der kann halt auch irgendwie Composer entwickeln. Und tatsächlich ist das in der Fachentwicklung, ist das tatsächlich auch so. Der spannende Teil ist halt nachher, wie immer, das gelobte Land der Produktion. Ne? Ja. Dass es schon vorgefertigte Modelle gibt. Ach so, absolut. Absolut, ja, genau. Genau, sagte gerade jemand, es gibt noch schon vorgefertigte Modelle, ja, das stimmt auch. Also, ja, und wer einfach mal rumspielen will, kann das halt auch sozusagen auf dem Playground tun. Ja. Fragen, vielleicht kommt es ja auch noch, aber was mache ich jetzt damit? Also, wie interagiere ich jetzt mit dieser Blockchain? Genau, das. Ich bin ja jetzt auf Seiten dieser verschiedenen Teilnehmer, ja. Und habe ja sozusagen, also stellen wir das jetzt so vor, einen Teil dieser Informationen, die ich in meiner tatsächlichen Applikation brauche. Kommt jetzt aus der Blockchain, beziehungsweise ich schreibe was rein, hole was raus, stelle ich mir das jetzt vor, aber vielleicht kommt das jetzt noch. Ich weiß gar nicht, kommt das oder? Ich kann, also ich, genau, du hast einmal die Möglichkeit, also ich mache mal ein, zwei Worte, du hast einmal die Möglichkeit, du könntest dir selber jetzt auch zum Beispiel so eine, also es gibt dieses Composer SDK, kann man halt auch, man kann sich jetzt eine eigene Node.js-Anwendung zum Beispiel auch schreiben und dann dieses Composer SDK benutzen und sich damit dagegen verbinden, wenn die im gleichen Netzwerk sind. Gleichzeitig bietet Composer aber auch die Möglichkeit, die bieten so einen REST-Server an, der mit Loopback entwickelt wurde, der dann sozusagen, da macht man tatsächlich nur Composer REST-Server Start, sagt, wo die Endpunkte von seinem Blockchain und der fährt quasi einfach einen REST-Server hoch, ohne dass du irgendwas gemacht hast und kannst dann per REST darauf zugreifen. Die Blockchain selber bietet dann REST-API? Die Blockchain selber nicht, aber du kannst dir eine Applikation da vorstellen, sozusagen, die als REST-Proxy in die Blockchain sozusagen dient. Genau, der Composer REST-Server, genau. Der Composer bringt das halt mit, genau. Ja. Genau. Jo, dann würde ich noch mal kurz für den letzten Teil an Yannick übergeben, wenn keine Fragen mehr sind. Ja, sehr gut. Ja, wir haben auch noch 5 Minuten. Genau, ein bisschen Technisches darf ich auch noch sagen. Es geht hoffentlich auch ein bisschen in die Runde, in die Richtung, wie man das jetzt ausführt. Also was Thorsten gezeigt hat, etwas schnell, weil wir wenig Zeit hatten, aber ist, okay, wie implementieren wir unseren Business Code? Ja? Das ist relativ einfach, dieses Settlement. Wir machen nur ein Matching von Produktion und Konsum. Die Frage ist aber jetzt, okay, wie kriegen wir technisch auch wirklich dieses Vertrauen ins System? Ja? Also, wie wird erstmal unser Code ausgeführt, weil das sehr wichtig ist, wie dieses Vertrauen da reinkommt und wie können wir auf die Daten zugreifen, falls wir mal irgendwie ein Settlement erzeugt haben. Trust it, okay. Was haben wir? Wir haben technisch mehrere Provider. Ja? Alle Provider führen den von uns implementierten Code aus. Das ist sehr wichtig. Ja? Das heißt, letztendlich haben wir immer einen Client, der mit unserer Anwendung kommuniziert. Das heißt, wir nutzen Hyperledger und wir haben einen Hyperledger Fabric Client, der mit unserer Anwendung kommuniziert. Das heißt, es wird beispielsweise ein Consumer erzeugt über den Client, es wird ein Producer erzeugt über den Client, es werden Meta-Values erzeugt über den Client. Und der Client ist jetzt in unserem Fall eine REST-API. Das heißt, wir haben eine REST-API, Composer erzeugt, über die wir genau diese Put, Get, Post, was auch immer, Befehle ausführen können, die wir brauchen. Wir könnten uns dann für die Abrechnung nachher Settlements zu einem gewissen Zeitpunkt geben lassen und die würden über diesen Client aus unserer Blockchain-Anwendung gelesen werden. Auch das schafft noch kein wahnsinniges Vertrauen, aber stellen wir uns jetzt einmal vor, wir wollen eine Create-Settlement-Methode ausführen. Was passiert dann? Wir sprechen nun einen Client in unserem Netzwerk an und dieser Client kennt alle sogenannten Peers. Das heißt, von der Infrastrukturebene haben wir Peers, die den Code, unseren Chaincode, den Thorsten gerade gezeigt hat, die diesen Chaincode ausführen. Das heißt, der REST-Server weist jetzt alle Peers an, die er kennt, führe mir mal bitte diese Transaktion aus und gebe mir das Ergebnis. Wenn dieses Ergebnis kein Error ist, wird überprüft, ob die Ergebnisse übereinstimmen und wenn die übereinstimmen und die sind alle signiert durch die ausführenden Peers, das heißt, wir können jetzt nicht als Client diese Anordnung, sage ich mal, irgendwie kompromittieren. Zumindest sollten wir das nicht können, wenn wir normale Sicherheitsverfahren, also irgendwie Public-Private-Key-Verfahren verwenden.
Diese Antworten sind alle signiert und wenn diese Antworten erfolgreich sind, dann kommt eine nächste Komponente zum Zuge. Das heißt, dieser Client sagt dann, okay, ich habe nun von allen meinen Peers, ja, habe ich von allen meinen Peers die Antwort erhalten, okay, das war eine Transaktion, die für mich valide ist und alle Ergebnisse sind gleich. Und dann, und dann weist dieser Peer den Orderer an, okay, ich habe hier eine Transaktion, die können wir in euren World State einhängen. Das heißt, das ist so ein asynchroner Ablauf. Der Peer sagt, okay, diese Transaktion wurde von allen meinen Peers, der Client sagt, diese Transaktion wurde von allen meinen Peers bestätigt. Lieber Orderer, bitte weise wiederum die Peers an. Ihr könnt das jetzt, braucht das nicht mehr ausführen, ihr könnt das jetzt speichern. Das heißt, in einem letzten Schritt wird dieser Orderer den Peers halt sagen, oder es läuft immer, wird dieser Orderer den Peers mitteilen, okay, bitte speichern. Und dadurch, dass alle diese Parteien diese Transaktion ausgeführt haben, konnten sie nachvollziehen, ob das in Ordnung ist und wir haben ein, ja, für alle Parteien valides Settlement. Diesen Schritt nennt man Endorsement und aus Skalierungsgründen muss es nicht unbedingt immer notwendig sein, dass alle das ausführen, aber eine solide Mehrheit sollte irgendwie diesen Code ausgeführt haben. Gut, jetzt haben wir diese drei Wolken gehabt. Und gerade kam auch schon einmal die Frage, okay, wie wird denn überhaupt so eine Anwendung betrieben? Wir haben uns für den Betrieb auf Kubernetes entschieden. Das heißt, das zeigt jetzt gerade die Wolke, die wir aktuell implementiert haben. Und aus Redundanzgründen laufen da mehrere Peers in zwei unterschiedlichen Pods. Wie Thorsten schon sagt, okay, die speichern den World State in einer CouchDB. Der Orderer ist aktuell Kafka, was wir im Kubernetes betreiben. Das heißt, der Orderer stellt die Transaktionsreihenfolge sicher. An dieser Stelle sei gesagt, Kafka ist jetzt, wenn wir mehrere Nodes hinzunehmen, eine zentralisierte Komponente. Das heißt, eher ein Service, der unserem dezentralen Netzwerk zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, diese Wolke werden wir nicht genauso replizieren für einen anderen Provider, sondern entweder nimmt man diesen Orderer aus diesem Provider raus oder aber man hat einen zweiten Provider, der diesen Orderer nutzt. Aber wir haben nicht auf dem Plan, Kafka über unterschiedliche Kubernetes-Netzwerke hinweg dezentral zu betreiben. Das Einzige, was wir dezentral betreiben wollen, sind eben diese Peers. Gleiches gilt beispielsweise für die CA. Die CA ist die Stelle, die uns unsere Zertifikate ausstellt, die wir brauchen, um die Transaktionen zu signieren. Auch das ist ein Service, der prinzipiell zur Verfügung gestellt wird. Generell bietet Hyperledger Fabric aber die Möglichkeit, auch unterschiedliche CAs zu verwenden. Und dann eben die Schnittstelle, die wir gewählt haben, ist der REST-Server, den wir implementieren. Das heißt, die Anwendungen, die jetzt unsere Blockchain als Sicherungsschicht verwenden, kommunizieren mit uns rein über den REST-Server und sie weisen uns an, Daten zu schreiben. Generell wäre es möglich, als Client nicht unbedingt den REST-Server zu verwenden, sondern wir könnten auch beispielsweise das Java oder JavaScript SDK von Hyperledger Fabric verwenden, um auf unsere Lösung zugreifen zu können. Wäre die charmantere Lösung meiner Meinung nach, wenn man das direkt in die Anwendung implementiert, der REST-Server ist die einfachste. Gut, ein paar abschließende Worte. Ist oder war dieses Projekt jetzt sehr speziell, was Ablauf oder auch was Technologie angeht? Nee, also es ist ein ganz normales Entwicklungsprojekt, auch wenn man eine Blockchain implementiert. Ja, wir halten uns komplett an die Paradigmen, die wir sonst auch wählen bei einer Softwareimplementierung. Zumal wir eben auch durch die Abstraktion über eine REST-Schnittstelle geschafft haben, dass prinzipiell niemand darunter mitbekommt, was da wirklich abläuft. Ja? Das heißt, wir haben auch nach oben hin, sage ich mal, die Transparenz geschaffen, nicht unbedingt jedem erklären zu müssen, wie denn jetzt unser Blockchain-Netzwerk abläuft. Sie nutzen eine zentrale Schnittstelle und vertrauen darauf, dass diese Daten dann auch wirklich gesichert sind, die wir da Ihnen zurückschreiben. Das Einzige, was wirklich speziell wird, ist, dass man nicht mehr diesen einen Operator hat, sondern wenn wir dieses Konsortium, wie man es denn so nennen mag, an Providern gefunden haben, die sich dieser Chain anschließen, ja. Das heißt, und jeder führt auch einen Peer aus in ihrem eigenen Netzwerk potenziell,
dann wird dieser ganze Schritt, und das ist vor allen Dingen der Schritt des Deployments, eben hart. Ja, also wir kennen das vielleicht, das Deployment innerhalb einer Organisation auszuführen. Wenn wir eine neue Version haben, müssen wir das jetzt potenziell über N Unternehmen hinweg ausführen. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Workflow finden, der einmal sicher ist und von allen Beteiligten akzeptiert wird, um ja, möglichst einfach, sage ich mal, neue Versionen von unserem Netzwerk ausrollen zu können. Neu ist immer gefährlich, aber was auf jeden Fall erzwungen wurde, ist, dass Sicherheit, also Public-Private-Key-Verfahren, die Nutzung einer CA, gesicherte HTTP-Verbindung von Anfang an ein Must waren. Ansonsten bräuchten wir das gar nicht implementieren. Also wir sind prinzipiell mit Security-Mechanismen angefangen, bevor wir überhaupt irgendwelche Business-Logik implementiert haben, weil ansonsten das Netzwerk und alle Tools, die wir verwenden, überhaupt nicht funktionieren würden. Das ist zumindest das, ist nicht das Übliche, was ich sonst bei Projekten, sage ich mal, gewählt habe. Die Frage, an die wir immer wieder gekommen sind, wir brauchen zentrale Provider. Also wir wurden jetzt von einem zentralen Energiedienstleister angewiesen, dieses Netzwerk zu implementieren, und dieser Energiedienstleister ist hergegangen und hat sich dann Partner gesucht. Im Fokus des Energiedienstleisters war immer wieder Provider zu sein, damit sie irgendwelche abrechnungsrelevanten Themen ja für sich behalten können. Und wir als Entwickler waren halt immer wieder angehalten zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht irgendwie Blockchain Lite verwenden oder sowas, sondern wir wollten schon irgendwie versuchen, das ganze System so dezentral wie möglich zu betreiben, was auch heißt, dass wir Verantwortung aus der Hand geben. Ganz banales Beispiel ist, wenn der zentrale Provider uns anweisen würde, okay, wir möchten gerne die und die Änderung im Algorithmus haben und das bei sich deployed und dass niemand anders damit einverstanden ist, dann würde nämlich das passieren, dass dieser zentrale Provider rausgenommen wird. Ja, weil immer noch die Mehrheit des Systems, sage ich mal, den alten Code ausführt und sich auf den alten Code geeinigt hat, im banalsten Sinne, und man sie nicht dazu zwingen kann, sage ich mal, ein Versionsupdate durchzuführen. Gut, das war jetzt das Blockchain-Projekt im, sage ich mal, Schnelldurchgang. Ich denke und hoffe, dass wir noch ein wenig Zeit haben während des Essens für Fragen. Wenn jetzt unmittelbar Fragen bestehen, wäre ich auch dafür offen. Ansonsten können wir das gerne off-chain machen und essen dann.